Ja, ich war schon sehr lange nicht mehr live. Ich weiß, wir waren ja auch im Urlaub, da hatten wir kein Internet, deswegen, ja, sorry. Wir haben heißes Wetter in Frankreich, nicht normal. Ja, eigentlich ist ja auch heißes Wetter gewesen, gestern 35 Grad hier und in Spanien war es auch sehr warm, aber ja, jetzt heute ist halt ein bisschen schlechtes Wetter. Brauchen Sie Hilfe? Nee, ich habe einen Mann, ich brauche keine Hilfe, aber danke. So, jetzt geht es hier oben dran, dass ich alles abklebe. Das heißt, ich stelle mich mal wieder hier hin. So. Ich starte jetzt einfach mal mittendrin. Wird schon passen. Die Wohnung soll halt verkauft werden und ich möchte halt, bevor die verkauft wird, auch noch hier alles schön gemacht haben. Deswegen muss ich mich eigentlich recht beeilen, dass hier noch alles clean ist vorher. Ah, sorry, ich war jetzt gerade nicht mehr hier im Bild. I'm sorry. Wird die heute noch verkauft? Nee, die wird nicht heute verkauft. Die soll eventuell übernächste Woche verkauft werden. Ja. Lea, du bist wunderschön. Nimm mich doch bitte June. So werde ich nämlich genannt. Aber vielen Dank. Brauchst du einen Wrestler? Nö. Siehst du, Blau, merci beaucoup. Danke für die Follows, merci. So, ich klebe eben schnell noch die Seite hier ab. June hat die schönsten Füße auf TikTok. Noch so ein Kommentar und ich muss dich leider bannen, weil es hier kein Fußfetisch ist in TikTok. So. Hast du ein Food Baby? Ja, schon. Ich habe auch ein Period Baby gerade. Hallo. Du siehst heute schön aus. Merci. Leute, ich finde aber solche Kommentare zu jemandem zu sagen, hast du gerade ein Food Baby oder so, ist richtig asozial. Nee, das geht gar nicht eigentlich. So, dann kleben wir hier unten weiter. Ich muss kurz gucken, ob das alles passt. So. Ja, ich glaube, das sollte passen. Wobei, nee, ich bin jetzt erstmal hier noch dran. Merci für die Follow. Ich schwöre halt immer noch fett den Wespenstich und ich habe immer noch Kreislauf ein bisschen
Ich habe übelst Muskelkater am ganzen Körper, hier im Kiefer, weil ich halt das Krampfen so stark angefangen habe. Und ja, etwas mit dir. Wurde was Schlimmeres reingeschrieben. Hallo? Wie viel musst du abkleben, die ganze Wand? Also ist nicht so viel. Aber ich, okay, danke, dass du markiert hast. Ich schalte den Antikel da jetzt. Ich blockiere den. Bestätigen. So, weil Leute, wenn ihr irgendwas Ekliges reinschreibt, ihr werdet blockiert. Und zur Not später von meinem Freund oder Freunden. Eine Wespe hat gestochen. Ja, ich habe ja eine krasse Wespenallergie. Also schon eine Wespenallergie, früher war sie schlimmer. Und ich wurde gestochen. In meinem Finger. Kannst du deinen Spachtel holen? Ich muss die unteren Nägel abmachen. Mir ist so. Bild zu malern, darauf hätte ich jetzt keine Lust. Weil ich habe so Lust drauf, einfach wieder so umgestalten und ich weiß nicht. Kennt ihr diese amerikanischen Serien, wo die diese Häuser kaufen und Ist ein Chatbot drin? Es war einer eklig und der wurde markiert und geschrieben, was falsch mit dir und dass ich den blockieren konnte. Kannst du machen. Was muss ich denn machen? Die unteren ab. Die unteren Reihen, die oberen nicht oder? Oberen nicht. Der Spachtel ist halt alles dreckig. Egal, ich streich doch eh drüber. Ich muss ohne Spachtel. Schon wieder Umzug, nee. Einfach schon wieder Lust auf eine Veränderung. Aber tatsächlich habe ich nach neuen Wohnungen geguckt, weil, keine Ahnung, die hier ja verkauft werden soll. Und ich habe Angst, dass wir hier raus müssen. Okay. Der Hund kann gleich mithelfen, welcher von den beiden Hunden. Nein, Spaß. Gib dich. Gib dich. Spaß. Ich liebe dich auch. Und jetzt sind die beiden wieder weg. Oh, ich bin nicht blutig. Nein. Schlimm? Nee. Bis dann. Beinchen hat sich blutig gedingst da jetzt gerade. Ich glaube, ich streiche auch über die Nägel, weil mich nervt diese Farbe von denen. Kann man über die Nägel drüber streichen oder ist das so ein No-Go? Also keine Ahnung, eigentlich ist es scheißegal, ob es ein No-Go ist oder nicht. Ist ja eigentlich so meine Entscheidung, aber mich interessiert einfach, ob es so ein No-Go ist. Und so chillen. Sagt alle mal Hallo zu Martin. Der Best Boyfriend. Hast du Piercing? Nee, hab ich nicht. Also nur Ohrlöcher halt.